So, eine Menge Glowstones haben wir rangeschafft. Das ist gut. Das heißt, wir können jetzt unsere Kirche ein bisschen dekorieren. Habe ich echt nur einen einzigen Glowstone bisher gehabt? Ah, nee, ich habe ja oben so ein paar dagelassen. Ich erinnere mich. So. Wir können unsere Kirche so ein bisschen dekorieren. Und wir können hier außen... Ich habe keine Zäune mehr. Hier außen ein paar Laternen hochziehen. Moment, ich würde ganz gerne das bisschen Neverrack noch ablegen, weil das brauche ich echt nicht mitnehmen. Zack. So. Dann können wir auch gleich noch unser mühsam erkämpftes Gunpowder ablegen. Ich habe noch nie für 5 Gunpowder so viel Treffer eingesteckt. Das ist unfassbar. Pilze. So, Knochen behalten, haben wir gesagt. Ja, dann würde ich gerne noch was zu essen mitnehmen, wenn wir gerade dabei sind. Weißt du, das ist halt jetzt auch wieder so eine Sache. Bevor, mit dem vorherigen, hätte ich jetzt einfach mein ganzes Inventar voll kloppen können mit der vorherigen Shift-Methode. Und jetzt... Jetzt halt nicht mehr. So, wir machen das kurz so. Immerhin gibt es hier jetzt Shift, das ist doch schon mal super. So, bam. So. Das muss man auch so oder so ähnlich. Ich dreh langsam durch hier bei dieser ganzen Scheiße, die ich da im Never ertragen muss. Also ich sag's euch, wenn wir da bauen, dann stelle ich das safe auf peaceful, ey. Das geht ja gar nicht fit. Das geht ja überhaupt nicht fit. So, darf ich schlafen? Ich möchte schlafen. Please, lass mich schlafen. Hallo? Ja, es ist noch viel zu hell, ne? Scheiße. Shit. Naja, dann nehmen wir hier noch so ein bisschen Stuff mit. Machen da schon mal ein paar Slabs draus. Ach, Digga, ist das nervig. So, 48 sollten tatsächlich jetzt reichen, glaube ich. Jetzt können wir auch schlafen. So, und dann muss ich mal gucken, dass ich ein bisschen Erde mitnehme. Und dann ackern wir uns nämlich mal hoch aufs Kirchendach und machen dieses blöde Kreuz da weg. Das hatte ich angekündigt, dass das nur temporär sein soll. Und ja, wir lassen jetzt auf Worte Taten folgen und so in der Art und sorgen dafür, dass das wirklich nur temporär ist. Mal kurz umgucken, ob nicht schon irgendein Creeper gespawnt ist. Oh, das war ein Skelett. Moment, da muss ich kurz vorbei. Und die Überbleibsel einsammeln. Diesen Berg da vorne finde ich auch irgendwie geil, muss ich sagen, ne? Okay, perfekt. Ja, machen wir noch ein paar Knochen. Denn unsere Hundearmee wird auf jeden Fall stetig vergrößert. Ich glaube, Hunde sind auch die einzigen Tiere, die fest an einem Ort bleiben, ohne irgendwann zu despawnen. Weil ich glaube nämlich, selbst wenn ich jetzt einen Bauernhof bauen würde zum Beispiel, selbst wenn ich jetzt Schweine nehme und die da reinfärche irgendwie, indem ich sie da reinschiebe oder schlage oder wie auch immer, ne? Ich glaube, es ist nicht garantiert, dass die da drinnen bleiben. Ich glaube, die werden einfach irgendwann despawnen. In den alten Versionen. Was halt ein bisschen kacker ist, ne? Das heißt nämlich, wir können im Endeffekt kein Bauernhaus bauen, weil, ja, es ergibt nicht viel Sinn halt. Wir können zwar dann bezüglich Garten und sowas halt was bauen, ne? So mit. Mit Anbaufläche und so. Aber alles weitere. Ach, das sind Slabs? Nee. Doch. Scheiße. Okay. I see. So, aber alles weitere ist dann blöd. Zack. Habe ich noch Cobblestabs? Ich habe keine Cobblestabs mitgenommen. Nein, wenn ich jetzt eh gerade schon hier oben bin. Hier fehlen ja noch ein paar Cobblestabs, ne? Scheiße. Ja. Na gut. Machen wir wann anders. Also nie wahrscheinlich, seien wir realistisch. Wie oft werde ich schon noch hier hochklettern? So. Okay. So. Normalerweise würde ich sagen, den hier sieht man sowieso nicht, deswegen lassen wir den, aber den sieht man von innen, von daher nehmen wir den raus. Dann machen wir nämlich da von innen auch quasi Glowstone. So. 1, 2, 3. Und dann die Seiten? Oder 1, 2, 3, 4 und dann die Seiten? Wir hatten es jetzt vorher 1, 2, 3, dann die Seiten, dann Nummer 2 oben drauf. Das ist eigentlich falsch.
Ich müsste so machen, dann die Seiten. Und dann nur noch einen oben drauf, glaube ich. Ja. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, ob wir wirklich zwei breit brauchen oder ob einer breit auch reichen würde. Und ich glaube, ich muss sogar noch einen oben draufsetzen. So. Ja. Jetzt sieht das nach einer richtig guten Kreuz aus, Leute. Die Kirche der Erleuchtung oder so in der Art ist das jetzt hier. Was war hier gerade? Ich möchte kurz diesen Block da noch mitnehmen. So viel Zeit muss sein. So, muss ich hier oben? Wir könnten halt auch hier mit Glowstone arbeiten, ne? Weil noch habe ich hier halt alles mit Fackeln. Gut, aber das können wir auch später noch jederzeit anpassen. Wenn wir da halt dann von innen von der Kirche normal hochgehen, das ist jetzt erstmal keine Prio, würde ich sagen. Irgendwas anderes, was wir auf dem Dach noch fixen müssen, wenn wir gerade schon hier oben sind? Ich glaube nicht. Ah, ich habe Springen gedrückt, aber er hat wegen der Treppe meine Sprungtaste gefressen. Super. Ganz toll. So. Wundervoll. Dann haben wir das nämlich erledigt. Dann machen wir hier drinnen weiter. Da wollten wir. Schweiget, wenn er redet. Ich finde das Schild immer noch gut. Ja, nee, ist klar. Ich glaube, ein Crafting Table. So, hier wollten wir nämlich. Noch eins tiefer muss ich sogar, oder? Weil wenn ich jetzt hier auf die Höhe den den Scheiß setze. Warte mal kurz, einfach nur zum Ausprobieren. Dann würde das Wasser, was ich da potenziell reinmache. Ziemlich blöd aussehen, weil es dann so hier drauf steht, ne? Ist das blöd oder ist das gut? Vielleicht ist es gut. Nicht ganz sicher jetzt, ehrlich gesagt. Doch, kann ruhig drauf stehen eigentlich, oder? Ist in Ordnung. So. Dann würde ich da aber eher Half-Slabs reinballern. Ja, so und da habe ich mir das vorgestellt. Hier innen bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie wir das bauen. Das müssen wir mit Zäunen dann machen. Mal gucken, mal gucken. Aber jetzt haben wir da jedenfalls. Jetzt ist das wirklich das heilige Pissbecken. Ja, Mann. Sehr gut. So, ja, und dann können wir in diesem Part vielleicht nochmal kurz losgehen und nochmal Zuckerrohr gucken. Aber erstmal machen wir vielleicht. Nee, was wir in diesem Part noch machen? Ist ein paar Laternen. So, achso, und ich hatte gesagt. Eine Klapptür, jawohl, let's go. So. Die brauchen wir da hinten für unseren Altar. Schweiget, wenn er redet. Das werde ich übrigens jedes Mal vorlesen, wenn wir dieses Schild im Bild haben. Das ist euch hoffentlich bewusst. Genau, dann ist das eigentlich ganz geil. Dann kann man sich auch hier draufstehen. Guckt hier besser drüber. Ne? Das ist ein bisschen erhöht. Finde ich ganz geil. Doch, finde ich ganz geil. Passt so. Und jetzt ist der Punkt. Könnten, müssten, sollten wir natürlich eigentlich hier hinten noch ein Kreuz reinzimmern. Ne? Das ist natürlich eigentlich eine. Pflichtlektüre, sagen wir mal. 2, 3, 4, 5, 6. Nee, falsch, oder? 1, 2, 3 unten, dann da, dann 2. Doch, passt. 1, 2, 3 unten, dann da. Und so, kurz gucken, wie das aussieht. Ja,
Ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Machen wir. Ist gekauft, Leute, ist gekauft. Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Aber erstmal kommt hier das Heilige Kreuz an die Wand. Bam, bam, bada, bam, 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 bam. So. Haben wir da auch automatisch ein bisschen Beleuchtung über dem Altar. Ja, das gefällt mir doch. Wir hätten das natürlich auch ein bisschen höher reinsetzen können, dass das, von, dass das so oben fliegt quasi, ne? Ja, vielleicht ganz geil gewesen. Ja, vielleicht ganz geil gewesen. Außerdem finde ich irgendwie, ist mir das zu unausgeglichen, ne? Hier unten 3, oben 2. Weiß ich nicht genau. Vielleicht mache ich das doch nur 1 breit. Und dann oben auch nur 1. Vielleicht sieht das besser aus. Für drinnen. Ich glaube, draußen ist okay. Aber hier drinnen bin ich mir nicht sicher. Aua. Ja, für drinnen finde ich es, glaube ich, so in der Form besser. Oder mache ich jetzt auch eins kürzer? Ne, ich glaube nicht. Habe ich da übrigens durchs Fenster oben gerade irgendwie einen Zombie gesehen? Nee, oder? Ah, scheiße, die Leitern funktionieren nicht mehr. Nee, habe ich nicht. Passt. Nee, sonst ist hier auch nichts, okay. Alles gut. Ja, das ist natürlich super, dass die Leitern nicht mehr funktionieren. I remember. I remember. Beide nur eine Wolle. Dreist. Okay, was wollte ich jetzt noch machen, bevor der Part zu Ende geht? Nur noch das Kreuz? Also für draußen finde ich es aber gut eigentlich, ne? Ja, Mann, für draußen sieht es gut aus. Boah, wir können gleich sehen, wie das im Dunkeln aussieht. Da habe ich mega Bock drauf gerade. Im nächsten Part wollten wir uns dann Zuckerrohr organisieren. Irgendwas wollte ich eigentlich in diesem Part noch machen. Ich habe jetzt echt vergessen, was das war. Vielleicht habe ich es schon gemacht. Das Pissbecken haben wir gemacht. Ah, die Laternen, die Laternen, die Laternen. Ja, die Laternen. Das machen wir jetzt auch gleich noch. Das machen wir auch gleich noch. Weiß nicht, wie viele Blöcke Abstand lasse ich denn dann zwischen den Laternen? Das machen wir jetzt auch gleich noch. Dann werde ich aber erstmal. Genau deswegen habe ich mich an den Crafting Table gestellt und so viele Sticks gecraftet. Ich erinnere mich wieder, Leute. Es ist ja wundervoll. By the way, können wir eigentlich theoretisch. Ja, könnten wir als Abgrenzung unter den Fenstern oder sowas irgendwie machen. Wir könnten natürlich auch hergehen und. Oh nein, Trapdoors haben auch noch keine Eigenschaft für das Abbauen. Ja, Mann. Achso, ah, siehst du? Das ist nämlich eine Sache, was man an Glas nicht dran setzen kann. An Glowstones jetzt aber nach dem neuen Update schon dran setzen kann. Na gut, okay. Dann können wir das nicht machen. So, folgende Sache. Bam, 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 bam. So, wir machen erstmal ein paar. Paar viele Zäune einfach. 26 ist gar nicht so viel, ne? Naja. Sei wie es sei. In welchen Abständen will ich die jetzt machen? Alter, mein Schwert ist immer noch nicht kaputt, ne? Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Wenn ich mich jetzt mit dem Creeper ins Battle gehe, weiß ich genau, dass das während dem Creeper-Battle kaputt gehen wird. Da wette ich alles drauf, wirklich. So eine Scheiße schon wieder. Ja, guck, da ist er schon. Da ist er schon. Der kleine Drecksack. Okay. Okay, okay, okay. Ja, die ganzen Fackeln vom Dach wollte ich auch noch wegnatzen eigentlich, ne? Das sieht so scheiße aus. Da spawnt eh nichts drauf. Warum sollte auf dem Dach was spawnen, Mann? Das sind Leitern, Treppen. Das spawnt doch nichts. So. Gut, wollen wir einfach erstmal an der Stelle, wo ich hier vorher diesen Block hatte, jetzt einfach hergehen und da mal. Es ist die Frage. Hier auf die Seite. Ich bin fucking blöd, wirklich. Ah, guck, sehr gut. Oh, ich habe keine Spitzhacke mehr. Was? Ich habe keine Spitzhacke mehr. Naja. Hier auf die Seite oder daneben?
Okay. Ja, okay, da muss ich auf jeden Fall noch eins höher, so viel steht fest. Oh, scheiße, für eins höher muss ich das ganze Ding wieder abreißen. Ich Vollhorst. Au! Ich habe nicht Shift gedrückt, sondern Steuerung. Perfekt. So. Oder warte, lass den einfach mal da stehen, dass ich das erstmal von der Höhe her probieren kann. Nein! Ah, du Sau! Ja, oder doch, warte, lass das erstmal so. So, sähe das aus. Mit so runterhängend. Okay, probier's mal. By the way, vielleicht soll ich die Laterne auch erst mit dem nächsten Update dann im nächsten Part bauen, weil ich glaube, ab dann darf man nämlich endlich dann auch die Zäune richtig stacken. Ja, schon. Aber ich glaube, ich würde es. Noch eins höher sähe, glaube ich, echt komisch aus, oder? Ich glaube, ich würde es hier daneben bauen. Ich glaube, das sieht besser aus, oder? Oder? Wisst ihr was, Leute? Ich überlege es mir bis zum nächsten Part. Und wie gesagt, ich glaube, mit dem 1.7er-Update können wir dann endlich auch Zäune richtig stapeln. Von daher können wir dann die Laternen hochzimmern. Und dann werden wir auch nochmal gucken, dass wir uns irgendwie Zuckerrohr nochmal besorgen. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, wie das jetzt hier unten aussieht. Ja. Ja, okay, ja. Ja, also hier hatte ich es ja reingepflanzt und es ist halt einfach despawned, nehme ich an. Klasse. Ganz, ganz großes Kino. Und ich habe natürlich auch, ich Idiot, habe natürlich auch direkt alles gepflanzt. Das heißt, wir haben auch genau nichts mehr. Sau. Super. Okay, ja, alles Themen für die nächste Version dann. Leute, was zum fucking Arschgeier? Boah, du. Boah! Drecksau. Kommt doch vor, wenn man den scheiß Part vor seiner Haustür beenden möchte. So.